Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Crafted World. Im letzten Part haben wir den Windwärtsweg aus dem vorherigen Gebiet gespielt und auch wieder einige Kunstgewerke nachgeholt. Und jetzt geht's weiter hier im nächsten Gebiet, dem Eichbaumwald, mit den abwägenden Eicheln, wo es 10 Blumen für uns zu finden gibt, 7 normale und dann wieder 3 durch die Herausforderungen. Und ich würde sagen, dass wir auch da direkt, noch nicht direkt loslegen, Moment, weil ich wieder mal ganz gerne meinen Yoshi vielleicht wechseln will. Das will ich wieder kurz machen, so. Dass wir da immer schön viel Abwechslung haben. Weil den pinken haben wir jetzt auch schon ein bisschen länger. Also auch wieder irgendwie 2, 3 Parts oder sowas. Und ich will ja immer schön durchwechseln. Wie wäre es denn zum Beispiel mit dem lilanen vielleicht mal? Yep. Yay, Yoshi. So, sehr schön. Gut. Und dann wird der gleich dieses Level die abwägenden Eicheln spielen. Scheint einfach, also rein vom Namen her zumindest, ein ganz normales Waldlevel zu sein. Aber vielleicht wird es da auch irgendwas Besonderes geben. Wir gucken einfach mal. Also auf dem Thumbnail vom Level konnte ich gerade schon so eine Art Wippe oder sowas erkennen. Vielleicht müssen wir hier wieder ein bisschen mit Gewichtsverlagerungen arbeiten. Wenn nicht das erste Mal, aber mal gucken. Yoshi! Boah, sieht auf jeden Fall schon mal auch allein der Hintergrund ziemlich schön aus. Da kann man auch wieder einiges entdecken. Weil da auch wirklich ganz, ganz viele verschiedene... Okay, interessant. Weil da auch wirklich ganz, ganz viele verschiedene Farben und Dinge im Hintergrund vorkommen. Also hier dann die Kunstgewerke zu finden... Oh, Flatter. Hier dann die Kunstgewerke zu finden, stell ich mir ziemlich schwierig vor. Das ist ja interessant. Okay, das ist sogar ziemlich cool tatsächlich, dass hier Flatter vorkommt und dass man die auch wütend machen kann. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob im originalen Yoshi's Island, ob da... auch Flatter vorkam. Doch, kamen sie nämlich, ne? Doch, ich meine, ja, ich meine eigentlich schon. Aber ich glaube, die konnte man auffressen. War das nicht so? Oder auf jeden Fall war es nicht so, dass sie sofort wütend wurden, wenn ich die mit der Zunge abschlecken wollte. Wie jetzt bei dem Kollegen hier. Ja, wirklich sehr interessant. So, und da im Hintergrund ist einiges. Kann ich hier einen Weg hindurch machen? Ja, da komme ich dann gleich durch, genau. Aber ich werde mal am besten ein paar von den Büschen gleich wegmachen. Hier kommen ja auch unendlich viele Shy Guys raus. Also ich kann hier auch mir viele Eier holen. So. Aber was Wichtiges scheint da nicht dahinter zu sein. Nein, außer halt hier an der Stelle, dass ich eben dann in den Hintergrund laufen kann. So, machen wir auch gleich mal. Genau, und jetzt, das ist glaube ich schon die Stelle, die wir gerade beim Thumbnail gesehen haben. Und zwar will ich nämlich wahrscheinlich dann hier reingehen. Mhm, das Ganze kippen. Aber auf der rechten Seite ist ja immer noch zu viel Gewicht. Oder kann ich das irgendwie rausnehmen? Ah, okay, kann ich. Und dann hier rüber nämlich buxieren. Okay, und dann kann ich ja dauerhaft das ändern, dass ich dann, wenn ich dann nach oben kommen würde, dass ich dann auch hier nach oben kommen kann. Okay, sehr interessantes Prinzip schon mal, gefällt mir. So, ist da links oben noch irgendwas? Nee, anscheinend nicht. Aber da sind Münzen übrigens. Ah, die habe ich übersehen. Auf dem, ja, da muss ich nochmal kurz zurückgehen, Moment. Auf dem Flatter drauf, weil da ist mit Sicherheit mindestens eine rote Münze dabei. Wahrscheinlich die in der Mitte, würde ich mal schätzen. So. Ja, das muss ich mir auf jeden Fall... Ja, die dreht sich schon andersrum, genau, okay. War auf jeden Fall wichtig und gut, dass ich das noch entdeckt habe. So, aber jetzt gleich wieder hier zurück nach oben schnell. Okay. So, und hier sind auch noch bestimmt welche. Ja, wunderbar. Und 5 haben wir schon. Gut. Und da oben Herzen vielleicht? Ne, Münzen sogar. Im Vordergrund, okay. Ist da eine rote dabei irgendwo? Nein. So, und hier kriegen wir nur Eier. Ich versuche mal, die roten zu kriegen, aber ohne selber ein Ei hergeben zu müssen. Moment. Yay, sehr schön. Ja, so Timing-Geschichten habe ich ja eigentlich schon immer ganz gut gekonnt, finde ich. So, kann ich dich nach unten rollen lassen erstmal, dass du nicht mehr im Weg bist, weil ich denke mal, die Sachen, das merke ich ja auch an mir selber, an Yoshi, wenn ich draufstehe, verändere ich natürlich das Gewicht auch, logischerweise. Nicht nur das, was da unten halt, ah, das habe ich gar nicht gesehen, nicht nur das, was da unten drin hängt, sondern auch, wie ich selber da draufstehe, verändere ich auch das Gewicht. Und Gegner halt dann entsprechend auch. Und deswegen sollte ich halt gucken, dass da am besten dann alles frei davon ist. Hier herrscht jetzt gerade ein Gleichgewicht, aktuell. Aber ich muss ja da nach oben kommen. Aber das muss ich gar nicht verändern, weil ich kann da einfach so nach oben kommen. Wie ich es jetzt gerade gemacht habe, dass ich einfach mich auf eine Seite stelle, das halt verlagere, das Gewicht. Und dass ich halt dann selber danach hinterher springe. Ne? Also, ist es nicht allzu schwierig. Oh, aber da ist eine Blume. Und da, okay, da brauche ich glaube ich schon kurz mal ein Gewicht. Muss ich da von unten sogar eins mitnehmen? Muss ich sogar wahrscheinlich, oder? Ich glaube schon. Übrigens, diese Eicheln hier, die da, genau, das werden aber hundertprozentig noch Kunstgewerke. Aber 100 pro. Und das wird dann noch ziemlich schwierig werden, glaube ich. Okay, ich nehme jetzt mal dann doch eins mit. So. Achso, ja, ich bin da dumm, das war das Falsche. Mann, ey, ich muss ja, wenn, dann auf der anderen Seite mitnehmen. So, dass es da nach unten geht, genau. Dass ich dann hier wieder nach oben laufen kann. So. Okay. Gut, dann hier rein. Und wir kommen zur Blume hin.
Okay, aber ist wie gesagt ein cooles Prinzip, weil es halt auch so, ist übrigens die erste, ja, die kommt sogar ziemlich spät hier im Level, okay? Also scheint auch ein etwas längeres Level zu sein und vor allem halt auch wieder eins, wo man auch ein bisschen nachdenken muss und was halt jetzt nicht so mega linear ist, sondern wo man wirklich ein bisschen überlegen muss. Also ich versuche mal die 10 Münzen zu kriegen, Moment. Bam, okay, sehr schön. So, warum ist die Blume andersfarbig eigentlich? Hat das einen Grund? Ja, da war ich ja gerade eben schon drauf. Hat anscheinend keinen tieferen Grund, okay. Und das war daneben. So, Münzen. Rote Münzen auch. Und da oben übrigens... Ah, da ist eine Blume sogar, okay. Da werde ich auch noch irgendwie hinkommen, natürlich. Ja, da brauche ich sogar, glaube ich, wirklich auch Flutters Hilfe. Und da hochzukommen. Genau, ich kann ja erst wütend machen. Und dann würde er auch mit mir nach oben steigen, weil wenn er wütend ist, dann folgt er mir ja. Und damit kann ich dann wirklich auch große Distanzen in die Höhe überbrücken, wenn er mir dann nachfliegt. Okay, alles klar. Also wirklich sehr, sehr interessante Mechaniken hier. Einerseits eben Flutter selber schon, der Gegner, aber dann auch natürlich das ganze VIP-Zeug. Ist auch sehr interessant, finde ich. Na, nicht so schnell, nicht so schnell. Das ist keine rote, ne? Aber ich schieße mal trotzdem, oder ich hole sie mal trotzdem noch, okay. Genau, und das geht auch nur dann nach unten, wegen dem Rad da oben, wenn ich, ja nice, wenn ich auf der Plattform stehe. Bei den Herzen habe ich übrigens, ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde, weil ich wurde jetzt schon ein paar Mal getroffen, aber es kam auch noch gar kein Checkpoint, ne, also da wird es auch mal Zeit für einen, finde ich, aber da dürfte jetzt dann auch gleich wirklich jede Sekunde einer kommen, weil wir hier schon einiges in dem Level gemacht haben, da ist er nämlich auch schon, okay. So, aber erstmal Challenge. Okay, Mitte. Okay, das war jetzt sehr einfach, ja, okay, die vertauschen sich, aber hier ist sie. Bam. Okay, war trotzdem einfach. So, und Checkpoint. So, und die werden sogar nicht zu Herzen, okay? Also, die zählen nicht als klassische Gegner. Interessant. Genau, und das dachte mir schon, dass man hier nach oben mitgehen muss, um dann die nächste Blume zu finden. So, und mehr als die Hälfte von den Blumen haben wir schon. Kann ich hier eigentlich kaputt machen übrigens? Geht das? Okay, das habe ich nämlich noch gar nicht getestet bisher. Aber ja, das geht. Aufessen natürlich nicht, das sind sie dann doch auch für Yoshi zu stachelig. Aber abschießen kann ich sie. So, nee, ich will das Ding treffen. Obwohl, aber da, ah, das ist das Geschenk da hinten, oder? Das kann, oh, das ist ja fies. Das kann man so ganz knapp hindurch erkennen, aber das ist Geschenk, ja. Aber ich bräuchte noch ein weiteres Ei, weil ich ja erstmal das kaputt machen muss. So. Und weil ich dann danach noch halt das Geschenk natürlich auch abschießen muss. Das ist aber ziemlich fies versteckt, muss ich sagen. So, kabam. Und kabam. Okay. Puh, aber das haben wir auch schon mal gefunden. Gut, also das ist, würde ich sogar fast immer sagen, so mit am schwierigsten, das Geschenk zu finden. So, und hier, ich denke mal nicht, dass ich hier Eier brauche, weil hier wahrscheinlich dann gleich Äpfel oder blaue Münzen auftauchen werden, denke ich mal. Während ich auch noch dem Flatter ausweichen muss. So ist es, ja. So. Ah, da oben sind auch noch welche, ja. Aber das ist trotzdem auch wieder einfach. So, sehr einfach sogar. Okay, cool. So. Und hier ist gerade gleich der nächste Checkpoint. Okay, also da hätten irgendwie sie die Checkpoints auch ein bisschen besser verteilen können, finde ich, oder? Weil der erste kam Ewigkeiten nicht und dann kommt der zweite gleich direkt danach irgendwie. Aber naja, was soll's. So, hier will ich dann gleich hindurchgehen. Ah, ich muss sogar hier wieder was zusammenbauen. Okay, also ja, das ist echt ein längeres Level. Deswegen kann ich dann schon mal vorhersagen, dass wir wahrscheinlich dann nur das Level in diesem... Also halt nur das neue Level in diesem Part spielen werden, weil das wirklich noch ein bisschen dauert anscheinend. Und weil wir ein weiteres Level vielleicht gar nicht mehr schaffen. Aber dann haben wir eben noch ein bisschen Zeit für Kunstgewerke. So, ich will die Herzen haben. Weil ich habe ja noch nicht alle. Moment. Okay, gut. So, das war aber auch ein bisschen einfacher, wenn ich das einfach abwerfen kann. Weil wenn ich ein Ei abwerfe, dann fliegt es ja direkt dahin. Und bei einer Stampfattacke davor muss ich ja immer noch ein bisschen abschätzen, wann ich das dann hinkriegen kann. Das war ein bisschen schwieriger. Aber so war es dann machbar. So, jetzt muss ich hier wirklich auch noch anscheinend ein paar Rätsel lösen, um dann die ganzen Dinger einsammeln zu können. So. Ich weiß übrigens noch gar nicht genau, was wir jetzt dann da eigentlich gleich Lustiges zusammenbauen. Aber werden wir dann schon noch sehen. Kann ich eigentlich damit auch das Ding aktivieren? Okay, kann ich auch. Genau, das dachte ich mir auch schon. Okay. So, und ich nehme das mal noch einfach mit, weil so ein weiteres Teil dabei zu haben, womit ich dann die Gewichte... Jetzt habe ich das eine nach unten gehauen. Passt schon. Ein weiteres Dings dabei zu haben, womit ich dann die Gewichte wieder verlagern kann, ist, glaube ich, gar nicht so eine verkehrte Idee. So, und da soll ich nach unten. Und der da oben hat das letzte. Okay, das will ich dann auch... Okay, einfach so bekommen. Gut. Und der hier, der chillt hier ein bisschen bei der Familie. Cool. Kann ich hier noch irgendwas machen? Also es wirkt so, als gäbe es hier noch einiges zu entdecken. Ja, genau hier zum Beispiel. Aha, siehst du mal. Die nächste Blume. Wirklich die nächste, ja. Keine verpasst. Und dann soll ich noch... Ja, aufpassen. Dann soll ich noch da links nach unten, oder wie? Ah, da kann ich rutschen. Hui! Das ist auch cool. Yay, aber gibt keine rote Münze. Aber ein paar normale halt. Gut. Und ich habe alle Teile, ne? Genau, ich habe alle. Yep. So.
Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Yay. Und das ist jetzt ein kleiner Bus oder wie einfach? Oder? Das ist eine Bushaltestelle einfach. Wow. Okay. Das kam jetzt auch überraschend. Das habe ich nicht ganz erwartet, aber eine coole Idee auf jeden Fall. So. Ich hol die mir mal so. Genau, da ist nämlich auch eine rote dabei gewesen, ja. Ja, yeah. Das war sehr knapp. Der hat mich fast erwischt. So, jetzt haben wir noch so einen kleinen Scrolling-Abschnitt quasi. Ja. Oh Gott. Wo ich jetzt noch versuchen muss, bei den Flattern die ganzen Münzen einzusammeln. Und die Blumen auch. Ja. Übrigens, apropos Blumen und rote Münzen. Blumen haben wir schon alle. Rote Münzen fehlen noch 6 Stück. Das ist ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Ja, vielleicht kommen die jetzt einfach alle hier. Ich meine, hier kommen bestimmt noch ein paar, aber noch 6 Stück? Weiß ich nicht. Das glaube ich eher weniger. Na shit, ich will schon alle mitnehmen. So. Und gleich weiter. Oder hätte ich da jetzt schneller sein müssen als die? Hat das irgendeinen Grund gehabt? Das habe ich sogar 6 Stück verpasst tatsächlich, ja. Es kamen doch keine mehr. Okay, hier kommen noch welche. Hat das einen Grund gehabt, dass da diese anderen Eulen da mit mir ein Rennen quasi gemacht haben? Also hätte ich irgendwas bekommen, wenn ich jetzt schneller gewesen wäre? Weiß ich nicht. Puh. Aber ja. 6 rote Münzen, das ist echt sehr, sehr viel. Yashi, wenigstens ist es mal nicht so frustrierend, weil ansonsten kam es ja schon 1000 Mal vor, dass ich genau eine einzige Sache verpasst habe. Und diesmal sind es dann immerhin 6 rote Münzen, aber ich meine, ist es so viel besser, wenn ich 6 rote Münzen verpasse anstatt eine? Ich weiß nicht genau, ist jetzt auch nicht ideal. Am liebsten wäre es mir halt, wenn ich das Level einfach komplett abgeschlossen hätte, aber das ist irgendwie einfach zu schwer, das gleich beim ersten Mal zu schaffen. Okay, ja, dann gucke ich mal, wo diese 6 roten Münzen gleich waren. Also vor allem, weil es so viele sind, würde ich eigentlich nicht vermuten, dass die alle an einem Ort waren, sondern schon an verschiedenen Stellen. Was heißt, dass ich sogar mehrere Dinge verpasst habe. Aber ich schau mal. Ah, halt, hier ist was. Okay, nämlich 4 rote Münzen gleich. Okay, fehlen nur noch 2 weitere. Ah, stimmt, mit dem hier bin ich nicht nach oben geflogen, mit dem Flatter. Und da waren die letzten beiden. Okay, puh. Yashi! Okay, haben wir auch das geschafft, aber die waren auch echt nicht so einfach versteckt, weil man halt erstmal drauf kommen musste, dass man mit dem Flattern immer überall nach oben fliegen musste und dann halt immer noch diese random, unsichtbaren Fragezeichen-Dinger sind auch immer ziemlich fies, also war schon nicht so leicht. Okay, und dann werden wir uns am besten auch gleich mal die Schnuffelchen-Mission angucken, würde ich vorschlagen, auf der Rückseite. So, innerhalb von 3:30, okay. So, dann muss jetzt das Level aber auch wieder ziemlich stark umgebaut werden, dass das funktionieren kann. Vor allem bei den Abschnitten, wo ich halt da so nach unten gefahren bin. Das muss ja jetzt irgendwie ganz anders ablaufen. Und mal gucken, wie sie das dann hier gelöst haben. So, werden wir jetzt dann gleich direkt ziehen. Oder fährt er jetzt einfach nach oben? Nee, eben nicht. So, ja, stimmt. Das ist natürlich richtig. Wow, das war gut. Jetzt habe ich schon verloren, ne? Okay, gleich neu starten. Ach man, okay, aber ja, da muss ich aufpassen, weil ich muss dann immer runterspringen davon. Das ist natürlich schon richtig, ja? Weil dann geht es ja wieder automatisch nach oben zurück. Deswegen sind auch von Anfang an gleich Shy Guys drauf, weil die halt ein Gewicht darstellen, wodurch dann das halt nach unten kommen konnte, ja? Ich muss jetzt immer wegspringen, aber es darf auch, wie wir gerade gesehen haben, nicht zu schnell hier wegfahren, weil ich ansonsten nicht mehr hinterherkomme. Das ist gar nicht mal so einfach, finde ich. So, okay, gut. Das haben wir schon mal. Genau, dann die Busfahrt hier. Die ist auch noch gleich geblieben, im Prinzip. So, vielleicht kommt jetzt schon während der Fahrt dann gleich ein Schnuffelchen. Aber ich kann auch noch keins hören. Ja, vielleicht dann doch erst danach. Wäre mir auf jeden Fall lieber. Weil wenn es halt hier irgendwie wäre, könnte ich es ja verpassen. Und dann nicht mehr bekommen, im Endeffekt. Okay, aber ich höre das erst. Ja, da ist es. Ich sehe es auch schon. Okay, das war ziemlich einfach. So, dann werde ich auch nämlich diesen ganzen... Kann ich den schon so kriegen? Genau. Werde ich auch diesen ganzen Abschnitt hier nicht mehr erkunden müssen, weil da haben wir ja eigentlich die Teile für den Bus da sammeln müssen. Aber kann ich jetzt ignorieren, weil wir da schon einen gefunden haben, ganz unten. Und weil die anderen dann wahrscheinlich woanders vorkommen. So.
Ja, und eigentlich wirkt jetzt wirklich die Begrenzung von 3,30 relativ freundlich. Also das sollten wir, glaube ich, schon ganz gut hinkriegen. Außer ich muss hier noch Ewigkeiten einsuchen oder ein Minispiel machen für einen und ich krieg das nicht hin. Dann könnten wir vielleicht noch verkacken, aber ich glaube, das sollten wir jetzt beim ersten Mal gleich schaffen. Okay, jetzt muss ich aber wieder aufpassen bei der Stelle hier. Da muss ich vorsichtig sein. Vor allem, wenn jetzt hier währenddessen das Schnuffelchen irgendwo kommt. Das nächste. So, aber noch sehe ich, da im Hintergrund ist irgendwas komisches. Aber kein Schnuffelchen auf jeden Fall. So, ist da oben irgendwas? Nein. Jetzt langsam. Sollte aber der nächste da mal wieder kommen, für meinen Geschmack. Weil jetzt ist es doch schon ein bisschen länger her, seit wir den ersten gefunden haben. Und es kommt zwar schon noch einiges von dem Level, aber jetzt auch gar nicht mehr so viel, glaube ich. Ja, ich kann aber auch nie was hören. Also, ich habe schon Ewigkeit noch nichts mehr gehört. Hm. Ich krieg langsam echt die Vermutung, dass wir einen verpasst haben. Das könnte durchaus sein. Ich hoffe es nicht. Okay, jetzt habe ich einen gehört. Glaube ich. Aber es ist gut möglich. Ja, da ist er. Das ist der... Hier ist nämlich der dritte. Scheiße, das gibt's doch nicht. Mann, ey. Irgendwie in dem Part läuft's wieder gar nicht. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal überhaupt, dass ich ein Schnuffelchen verpasse, ne? Weil ansonsten habe ich die schon immer gefunden, wenigstens. Aber hier jetzt nicht. Aber das ist auch komisch, weil ich habe auch nichts gehört. Halt. Ach man, ey. So, ich werde es dann auch gleich nochmal spielen. Ich gehe jetzt mal schon mal ins Ziel. Ich werde es dann auch gleich nochmal spielen und wenn ich dann auch währenddessen nicht reden muss, kann ich noch besser auf das Bellen hören. Und dann werde ich hoffentlich den zweiten, der mir jetzt gefehlt hat, auch noch finden. Puh. Ja, ja. Aber wie gesagt, in diesem Part läuft es auch wieder, ne, mehr weniger gut. Würde ich sagen. Okay, aber ich mach's dann gleich nochmal. Und dann werde ich euch gleich zeigen, wo das zweite Schnuffelchen sich denn versteckt hat. Ah, okay, hier oben ist er. Ja, da habe ich nicht nachgeschaut. Und weil er zu weit weg war, habe ich auch das Bellen anscheinend nicht gehört. Na gut. Yashi! So, und wir haben's. Sehr gut, aber hat schon ziemlich lange gedauert, das Level hier komplett abzuschließen. Okay. Und wie gesagt, das hat wirklich so lange gedauert, dass wir jetzt ein weiteres neues Level dann wahrscheinlich nicht mehr schaffen werden. Deswegen werden wir jetzt dann noch ein paar Sachen nachholen. Wir können mal kurz gucken. Das ist nämlich auch wieder ein bisschen ein längeres, genau. Und zwar, wo gibt es denn noch Kunstgewerke für uns nachzuholen? Ich kann mal kurz vielleicht hier in der Levelauswahl gucken. Und zwar in der Dino-Wüste eben noch 6 Stück insgesamt. Oder auch hier im Höhenhochland sogar 7 Stück. Aber ich bleib mal der Reihenfolge nach und werde deswegen erstmal wieder zu diesem Bereich hier, zur Dino-Wüste zurückkehren und dann dort Sachen nachholen. Denn wir können schon einmal das hier finden und das ist gleich hier auf der Rückseite zu finden und wo genau, das werden wir gleich sehen. Und ich habe ihn schon. Da oben ist er nämlich. Okay, ziemlich am Anfang vom Level sogar. Gut, das ging relativ schnell, aber es werden bestimmt noch Kunstgewerk-Missionen hier kommen, wo ich ein bisschen länger brauche, wo ich wieder 5, 6 Sachen auf einmal finden muss oder sowas. Aber das war jetzt noch wirklich ein sehr leichter Einstieg. So. Und als nächstes will er Folgendes haben. Ja, ja, ist okay. Will er Folgendes haben. Nämlich 3-mal ein Kamel. Okay, auf der Rückseite von Skeletosaurus. Ja. Yep. Okay. Also dann hier. Auf der Rückseite. Okay, während ich verfolgt werde. Ja, das könnte auch ein bisschen stressig werden. Aber das schaffen wir schon. Ihr könnt euch wieder schön an der Zeit orientieren. Hier ist das erste. Hier das zweite. Und hier das dritte. Okay, sehr schön. Also das war jetzt auch ganz interessant irgendwie. Weil das zweite und dritte Kamel kam nach dem dritten Schnuffelchen erst. Aber na gut. So. Auch das haben wir geschafft. Das war auch noch eigentlich ganz machbar. Ist halt leider wieder nicht so spannend gewesen, weil es eben ein Scrolling-Level war, ne? Deswegen, ich würde mich eher freuen über Kunstgewerke im ersten Level dieses Bereichs. Sag mal schauen. Und zwar ein Juwelenmonument. Ah, stimmt, das haben wir sogar schon mal gesehen. Nämlich diese eine Statue, die noch das Juwel da im Maul hat. Genau, die habe ich sogar schon mal abgeschossen. Und da dachte ich mir auch schon, dass es vielleicht mal ein Kunstgewerk werden würde. Deswegen, da weiß ich sogar ganz genau, wo die zu finden ist. Nämlich hier. Okay, auch sehr, sehr einfach. So, es waren also schon mal die ersten 3 Kunstgewerke, die wir uns hier geholt haben. Aber ich habe die Befürchtung, dass die hinteren 3 etwas schwieriger dann noch werden, weil die waren jetzt wirklich schon sehr, 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 sehr einfach. Und das könnte gleich noch etwas problematischer werden. Mal gucken. Aber erstmal eine weitere Blume. So, nämlich Lächelpyramide.
Okay, die habe ich nicht gesehen. Auch wieder Rückseite von Skelettosaurus, okay. Irgendwie sind die immer gleich versteckt. Hier mal Vorderseite und hier mal Rückseite. Aber dann gucke ich mal, wo die war. Okay, die ist hier ganz, ganz am Ende vom Level, nachdem der Skelettosaurus-Abschnitt schon vorbei ist. Na gut. So, gibt ehrlich gesagt auch Spannenderes, muss ich zugeben, als da jetzt durch das Level nochmal komplett durchzulaufen. Wie gesagt, das ist schon ein recht großer Kritikpunkt, würde ich sogar sagen, an dem Spiel. Das habe ich jetzt auch schon mehrmals erwähnt. Aber das ist was mir echt nicht so mega gut gefällt. Weil an sich ist das ein cooles Prinzip mit der Rückseite, aber dass es auch in Scrolling-Leveln so ist und dass man die Kunstgewerke immer nur einzeln sammeln kann und sowas, das ist schon etwas nervig, finde ich. Aber okay. So, viermal einen Kaktusfelsen. Alles klar. Man sollte einen Schädel tragen. Aber da kann ich keine Eier werfen. Ja, da muss ich jetzt ein bisschen auch taktieren, dass ich mir da immer den Weg frei mache, aber dass ich trotzdem noch genügend Eier dabei habe. Okay, das wird, glaube ich, eine sehr viel interessantere Mission als die jetzt gerade eben. So, hier ist nämlich der erste, aber ich kann gerade nicht wirklich abschießen. Das ist ein bisschen ein Problem. Okay, ich habe mir jetzt mal den Weg schon komplett frei gemacht und jetzt kann ich dann hier als normaler Yoshi rumlaufen und auch Eier werfen. Ah, und der zweite ist hier im Vordergrund, direkt vor dem ersten Checkpoint. Und direkt nach dem zweiten Checkpoint ist der nächste, aber ich muss gleich nochmal zurückkehren, wenn ich den Helm nicht mehr aufhabe. Okay, jetzt. Ah, und den habe ich sogar gerade eben verpasst. Okay. Puh. Ich muss jetzt auch das zweimal spielen, weil ich eben, wie gesagt, den verpasst hatte, gerade eben. Okay, das war mal was wirklich ganz anderes, weil man auch halt so ein bisschen nachdenken musste, wann man das Ding aufsetzt und wann halt nicht. Aber ein bisschen nervig war das sogar auch, fand ich, weil man da total häufig hin und her laufen musste. Weil ich musste halt das Ding aufsetzen, nach vorne laufen und alle Blöcke zerstören, dann zurücklaufen, das Ding wieder absetzen, weil das kann ich ja nur an bestimmten Orten absetzen. Und dann wieder nach vorne laufen, um dann halt die Dinger zu finden. Also war auch ein bisschen nervig sogar, finde ich. Aber okay. Und dann noch die Yoshi-Statue. Wieder mal bei Skelettosaurus. Okay. Also werde ich auch wieder das ganze Level nochmal durchspielen dürfen. Aber wenigstens diesmal die Vorderseite ist ein bisschen Abwechslung. Da unten ist die erste Skulptur und hebt diese Steine da an. Mhm. Und dann ist hier schon direkt die nächste. Und da unten ist die dritte. Bam. Das war jetzt sogar auch mal ein bisschen was anderes, weil die ja nicht wirklich im Hinter- oder Vordergrund versteckt waren, sondern wirklich eher auf meiner Ebene auch. Also echt ganz interessant eigentlich. Und es hat auch nicht so lange gedauert, weil die dritte, die letzte, war jetzt nicht so spät im Level versteckt. Also ich musste nicht das ganze Level nochmal durchspielen. Also das war eigentlich sogar ganz cool. So, und damit haben wir jetzt auch hier alle Kunstgewerke und genauer gesagt sogar alle Blumen. Stimmt's? So ist es. Yay! Hurra, alle Grinseblumen in die Wüste gefunden. Gut. Und damit würde ich erstmal sagen, Leute, was ist dann hier für diesen Part von Let's Play Yoshi's Crafted World? Beim nächsten Mal wird es dann, Sekunde, in dem Gebiet da oben noch weitergehen mit dem nächsten komplett neuen Level. Hier beim Eichbaumwald, genau, nämlich mit Sprungsatz-Sieg. Okay, so ein bisschen eine Anlehnung an Spielsatz und Sieg aus dem Tennissport. Sehr interessant. Dürfen wir ja auch dann ein bisschen Tennis spielen, aber mit Springen oder wie? Ich habe keine Ahnung, was ich mir da vorstellen soll. Werden wir im nächsten Part dann schon sehen. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.